Gut, Hydrology, Artificial Reservoirs, vor allem die Aquädukte, damit wir unsere Stabilität hier ein bisschen boosten können und dann gehen wir direkt in die Philosophy. Dann haben wir zwei Idle Armies, du erkundigst dich mal ein bisschen da unten, Urkis wirst du nicht erobern können. Und was ist mit dir los? Supplied, okay, du bist doch auch Idle. Bewegst erstmal du dich ein bisschen. Und dann wir haben Einheiten gefunden. Ja, go kill them. Das schaffst du doch ohne mich, oder? Ja. Hast du jetzt noch eine Hunde generiert? Nee, das hat jetzt keine Nahrung gegeben. Tschüss, Gunkingo. Okay. Gut, wenn du da mithilfst, dann sind es eine Runde weniger. Interessiert mich nicht. Eine Runde ist nicht viel. Du hast das Artisans Quarter gebaut. Ich wollte mal wissen, wie viel Unterschied es macht, da einen Merchant Quarter nehmen zu stellen. Und die Antwort ist tatsächlich nicht viel. Hatte ich etwas mehr auf. Oh Gott, sind das viele Gebäude. Verliert man ja die Übersicht. Wie geht's denn dir mit der Stabilität? Dir geht's schlecht mit der Stabilität und du kriegst nicht bald ein Wunder geschenkt. Also baust du jetzt einen Public Fountain, damit wir das in die richtige Richtung lenken. Grim Foundations. In Pyramus' work is proceeding on a magnificent new wonder. What should be a source of pride in the local population, however, is now causing much threat. A terrified citizen has approached your court to tell you that the city's head priest intends to bury alive 100 random citizens near the base of the structure. Bring God forth and pacify the gods. What is your reaction to the plans? Ja, na gut, eine Idee, oder? Macht man auch so. Minus an der Bevölkerung. Fanatical. Plus 50% face. Gar nichts. Switch. Will be animals, not people. Minus 5 food. Ja, ist mir zu viel. You know what? Hause rein. Machen gute Foundation. Viel Spaß, Romain 13 Mars. Wahrscheinlich hörst du nicht mal zu, aber viel Spaß. So, was wurde da zur Bewegung fertig gemacht? Da ja, genau, da kommt ja noch von da oben. Ich habe schon wieder vergessen. Und Idle Army. Guck dich einfach im Norden ein bisschen um. And turn. Empire, the Classic. Oh, jemand ist klassisch geworden. Fancy. Fancy, ich bin nicht mehr alleine hier oben. Oh, und der Second kann es auch werden. Ich bin nur Dritter. Ha. I suck at this. Es gibt einfach nicht genügend Leute zum Töten. Das ist mein Problem. Offenbar bin ich langsam am Ausbreiten. Das ist inzwischen auch eine Stadt geworden. Das ist gut zu wissen. Geh mal dahin. Oh, das war gerade dumm von mir. Ich habe irgendwie zu spät gesehen, dass da eine Klippe ist. Ich dachte, ich könnte von da nach da angreifen. Da habe ich mich natürlich schwer getäuscht. Das war jetzt unelegant. Claimed the territory of a surrender. Da war doch gerade ein Ding, als ob du was von mir wollen würdest, oder? Egal, wir greifen nächste Runde deine letzte Stadt an. Du auch mal einen. Und die geht eigentlich super mit der Stabilität, weil du hast auch einen Administrator. Das macht natürlich immer sehr viel aus. Ach, so viele Gebäude, die man bauen könnte. Two Workers Slots, Industry and River. Das klingt doch recht interessant. Ich habe einiges an River. Kelten sind immer zu spät. Jupp. Das war's. Machen wir mal einen Focus auf Science hier.
Maya, sehr schön. I fear you forget your friends in your hour of. Ganz schön teure Bewegung hier. Man, du kannst ja mit Belagern einfach anfangen. Nicht, dass ich wirklich bräuchte, dass ich irgendwie Dings aufbaue. Du bist auch in der Belagerung schon drin. Ah ja. So geht's natürlich auch. Ja, das habe ich jetzt aufgelaufen lassen. Das war eigentlich nicht meine Absicht, aber ist jetzt natürlich unproblematisch. Schau, ob die mich vorbeilassen oder ob sie mich angreifen. Oh, ein New Civic. Natürlich haben wir die Hunden gewählt. Die Hunden sind mächtig. Sie haben Honey Kreiders. Was könnte man mehr wollen? Natürlich kann ich jetzt schon gar nicht mehr auswählen. Ich kann dich jetzt noch praktisch in die Belagerung mit reinziehen. Dann können wir hier assaulten und you can abandon all hope on ever living again. Ah, ich habe schon wieder Auto resolven lassen, ich Schlaumeier. Andererseits haben sie das sehr effizient gemacht, das Auto resolving. Aber eigentlich hatte ich tatsächlich vor, die Schlacht selber zu schlagen, aber ich habe natürlich geschlafen. Komm vor. Ich überlege, wenn ich versuchen soll, ihn anzugreifen. Vielleicht schaffe ich es ja. War auch mein Plan, ich habe es nur vergessen. Ich kann es halt, glaube ich, nur ausmachen, wenn ich in einer Schlacht vorstehe. Vielleicht geht's. Ich weiß gar nicht, ob man sich in der Option auch allgemein ausschalten kann. Du hast gerade ein House of Scribes gebaut. Wir können noch kein Science Quarter bauen. Das ist okay. Was könnten wir denn sonst noch machen? Du hast Food. Du machst gerade Science. Food on River. Wir könnten noch mehr Food aus dir rausholen. Wir könnten mehr Influence aus dir rausholen. Wir könnten Industrie aus dir rausholen. Industrie und Makers Quarters. So viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, was ich tun soll. Stability brauchst du ja als einziger eigentlich überhaupt nicht. Du brauchst nicht wirklich Food. Was ist das? Dann bau mal eine Forge für mich. Erhöhe deine Produktion. Nächstes Jahr haben wir übrigens den Artemis-Tempel. Wir sollten jetzt eigentlich Frieden machen. A new wonder can be claimed. World deed accomplished. Build a wonder. Dann claimen wir uns doch dieses Mal die Statue of Zeus. Ha, dann sind wir auch schon wieder Erster. Sehe ich da eigentlich irgendwie, in welcher Age die Leute sind? Sieht nicht so aus. Oh ja, denn das Great Barrier Reef discovered. Natürlich rein zufällig, gell? Build to last, build a wonder. Complete nuclear weapons, das könnte eng werden. Map each continent, fancy. Build a railway. 100% of the world. Wird auch eher eng. Was für ein Star haben wir bekommen? Reach a total of influence, okay. Mir fehlen immer noch 5 Einheiten. Weil meine Feinde halt auch so schwach sind. Und der Fame sagt mir auch nicht, in welche. Achso, Entschuldigung, andere Frage. Meine Feinde haben zu wenig Einheiten. Wenn meine Feinde keine Einheiten haben, kann ich auch nichts töten. Das ist mein Problem.
Ach ja, übrigens, mein Vasall kommt offenbar, um mir zu helfen. So, wie ist das jetzt mit dem Frieden? 150. Ich kann dich auch dich vasalisieren. Ich kann nicht deine beiden Städte erobern. Ah ja. Weil ich meinen eigenen War Desire nicht hoch genug ziehen kann. Expires in 3 Rounds. Ich müsste irgendwie meine eigene War Desire hochziehen, dass ich ihm mehr erzwingen kann. Ah ja. Interessant. Kefarappa, Gifmun. Wir haben im ersten Zeitalter die Leute hier vasalisiert, ja. Aber ihr habt ja nichts mehr, oder? Ihr habt da noch einen Outpost, den wir vernichten könnten. Ist aber halt weit, weit weg. Meine nächste Armee ist weit, weit weg. Wie viel Geld habe ich denn? 500. Du kauf mir mal einen Hunnen. Kann ich in dieser Runde bewegen? Nein, dann hole ich mir nächste Runde den Außenposten und schaue, was dann geht. 68. Ups. Wie lange brauchst du? 24. Ist ja eigentlich relativ egal. Du baust alles aus. Ich kann nicht hinbauen, wo ich will. Ja. Geh einfach dahin. Passt schon. Wird schon passen. Dann, Idle Armies. Ihr solltet euch ja zusammenfassen können. Und dann kriegt ihr instant einen neuen, weil ihr dann eure Nahrung auch zusammenfasst. Handy, 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 Handy. Aber ihr habt dafür keine Währung mehr. Da ist wahrscheinlich ein Berg, der euch aufhalten wird. Schau nach, ob ich Forderungen habe. Ich fürchte nicht. Ich habe das war ein Surprise-Wurf und daher würde es Sinn ergeben, dass ich keine habe. You must add terms until the winner's war desire is consumed. Nachdem ich ja eh automatisch das aufflüste, kann man sich darüber streiten, ob ich das. 1500 Geld. Krass. Ja, vorher hätte ich, glaube ich, was fordern können. Ich glaube, da war was. Ich schaue jetzt nur. Ich meine, ich kann ihr war desire. Kann man über einen Reiz sich noch Kriegsunterstützung holen? Ich bin mir gerade nicht sicher, was du mit einem Reit meinst. Ich glaube, mit einem Ritual. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, was du damit meinst. Ich überlege gerade, ob wir Kriegsunterstützung kriegen, wenn ich den hier jetzt angreife, weil es ja ein Erfolg wäre im Krieg. Das wäre so praktisch der Punkt, den ich nächste Runde aufführe. Diese Entscheidung für den Staat. Du meinst hier? Habe ich denn einen? Ich habe aber keinen Punkt frei. Nächste Runde habe ich einen frei. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas mit Kriegssachen dabei ist. Schauen wir mal. Du kannst mal das hier belagern. Und du bleibst da mal stehen. Du hilfst bei dem Tempel und du hilfst auch bei dem Tempel. Gut, Philosophy Research. Knowledge is power. Fischerie, aber
Library klingt auch eine gute Idee. Gut, dann, ich habe hier jetzt so eine einzelne Honey Horde gebaut, die leider auch mehr als eine Runde braucht, um da hinzukommen. Dann geh doch mal nur dahin. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass er das alleine gar nicht schafft. Das ist ein bisschen gewagt, wenn ich da unten angreife, weil er hat da oben auch eine Stadt, aber... What could go wrong? Absolutely nothing. Das machen wir ganz einfach. Du kaufst einfach noch eine Einheit, dann kannst du dich wehren. Hat sich schon wieder auto-resolven. Ich krieg's nicht hin, dass ich das irgendwann mal nicht tue. Das heißt, mein War-Desire eigentlich verringert. Ich hatte vorher über 50. Aber ich habe jetzt ein höheres Plus. Give Lothal. Ich kann jetzt Lothal verdemanden. Ich glaube, sie haben es mir gerade gegeben. Sieht so aus. Muhahaha. Die feiern, dass wir angreifen. Ich sollte eigentlich die Hunden angreifen lassen, damit die ihre Nahrung praktisch kriegen können. Achso, ich vergesse immer, dass die keine Reichweite haben. Ja, egal. Gibt's halt keine Nahrung für die Einheit. Nope. Your grievance. Oh, I've waited for this moment. No. Okay. Dann ihr
Müsste eigentlich nichts tun. Jetzt wollte ich den gerade angreifen, das ist inzwischen auch mein Vasall. Claimed a territory. You claimed. Ja, und das meint. Nein. Don't care. Gut. Four Isle Armies. Jetzt laufen die weg. Laufen die auch weg. Alle laufen sie weg. Weglaufen ist natürlich sehr effizient, wenn man dann trotzdem seine Dings verliert, seine Action, sobald er von der Eroberung noch sein kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine neue Runde ist oder nicht. Du kannst da mal Sentrien, du kannst da Sentrien. Und du hilfst auch beim Tempel des Zeus. Mach mal ein großes Gemeinschaftsprojekt draus. Wir haben übrigens einen Civic Point frei. Action Procession. Müssen wir leider nicht, was es bringt. Das ist Production. Ihre Religion. Minus 500 Strength Bonus plus Face and Territories on the Religion State Atheism. Fancy. Das wir schon alles können. Main Plaza. Das ist natürlich wieder ein anderer Vorteil, wenn sie natürlich War Desire verlieren. Da hast du natürlich recht. Bin ich jetzt bei allem ehrlich gesagt relativ unemotional. Eine Idle Army, auch du kannst Sentrien. Meine Scouts belagern übrigens noch Städte. Sollte man vielleicht mal sich drum kümmern. War es irgendwie auch nutzlos, da beide rüberzustellen, nachdem ich ja nur einmal Fences vernichten kann. Danach könnt ihr ja nichts mehr tun. Ich überlege gerade, ob ich das will und ich glaube, die Antwort ist nein. Ich greife meine Siege-Maschine an. Natürlich eine vergleichsweise ausgeglichene Nacht, weil ich hier nur mit meinen Scouts rumlaufe. Ich bin meine Siege-Maschine jetzt hauptsächlich da, um Schaden zu fressen. Wir haben ein Eris da unlocked. Ah, jetzt haben wir genügend Einheiten getötet. Sehr schön. Okay. Wir hatten noch irgendwo eine Belagerung. Offenbar sind die Gegner gegangen. Ah ja, das habe ich auch direkt erobert tatsächlich. Das dann unten dann auch. Ja, ist direkt erobert. Fancy. Wie viel muss ich denn von der Größe her haben, damit ich einen Star kriege? Gibt es da gar nichts in der... Distrikt, indirekt. Ich muss noch einen Distrikt bauen, dann kriege ich noch einen Star. Ich habe meine Scouts zwei Schlachten gewonnen in dieser Runde. Ist doch auch cool. Die laufen mal wieder weg, oder? Das finde ich sehr schön. Dead. Okay, Sierra War Resolution geht schon runter. Ich überlege gerade, ob ich mit dem nicht einfach angreifen soll. Ich meine... Mal schauen, was er schafft. Das ist immer ein mächtiger Hunde. What could go wrong? Ultimativ ineffiziente Aufstellung hier. Oh, er hat mir den High Ground geschenkt. Aus Gründen. Ach ja, ich darf ja zweimal angreifen, weil ich ein mächtiger Hunde bin. Und so einfach kann man eine Schlacht gewinnen.
Aber er hat immer noch ein bisschen War Desire. So einfach lässt er sich nicht unterkriegen. Das hat einen neuen Era Star unlocked. Und zwar Expansionisten Star. Beautiful. Gut. Ja, hilft auch bei der Statue des Zeus. Jetzt müssen wir eh bald fertig sein. Dürft alle bei der Statue des Zeus helfen. Bei den neuen Mini-Staaten bringt das zwar wahrscheinlich nicht viel, aber wir tun es einfach mal trotzdem. Jetzt machen wir noch Frieden mit dem Typen und dann schauen wir weiter. Sind wir jetzt sehr deutlich Erster gerade. So, dann gehen wir jetzt seine Armeen jagen. Die rennen weg. Und du kannst doch nicht diese Runde angreifen. Hat sich wahrscheinlich irgendwas geändert. Du hast Zero War Desire at this point. Sehr schön, dann können wir jetzt einen Frieden machen. What? Das verstehe ich nicht. Es kann zweimal dieselben Städte verlangen, aber das eine geht nur, wenn ich sie schon genommen habe. Wir sind jetzt ein Triple Traitor inzwischen. Surrender then. You are lucky to know me. Ach, er hätte hier noch eine Stadt gehabt, das habe ich zu spät gesehen. Sag ich, wenn ich jetzt einfach direkt wieder angreife, kann ich das? Ja, peace. Open your history. Ah, sehr schön. Sieht aus, als kann ich dich direkt wieder angreifen gerade. Das ist sehr interessant. Ich bin ein Militarist, das konnte ich jetzt nicht mal machen können. So ein Militia-Union ist ja gut, das brauche ich allerdings nur, wenn ich angegriffen werde, von daher ist es nicht so wichtig. Wie ein echter Hunde. Sniff. Gut, nächste Runde ist... Es gibt doch einen Auto-Explorer. Mach das doch mal für mich. Das heißt, du kannst auch Auto-Exploren gehen. Du könnt auch Auto-Exploren. Geht mal Auto-Exploren für mich. Du bist eh nächste Runde... Nee, bist noch nicht nächste Runde fertig. Dann hau mal noch ein bisschen Industrie rein, auch wenn es nichts bringt. Es bringt tatsächlich nichts. Nächste Runde sind dann alle meine... Dings fertig. Ich überlege gerade, ob ich die Stadt jetzt nochmal angreifen soll oder nicht. Weil das ist dann jetzt nochmal ein Krieg erklärt. Tut mir das irgendetwas? Sieht irgendwie nicht so aus. The Descent of Kings. A filthy Regiment has come to your empire. Claim the descent of one of the Ancients of Urkus. Hallo Arnolf. Celebrating und Marvin grad. Ja, Celebrate für mich. Damit haben wir die Statue of Zeus fertig. Wir haben eine World Deed. Leading a people be the first scar of Nikunka. Fancy. Ich muss noch ein paar Einheiten töten. Eine Technologie sollte ich ja bald mal kriegen. Nächste Runde. Dann fehlt Ihnen noch ein Stern. Population. Jetzt wahrscheinlich am nächsten an den Einheiten dran. Müssen wir noch ein paar Einheiten finden, die wir töten können. Das ist doch hier oben irgendwo eine Armee. Wo ist denn die hingelaufen? Da ist die hingelaufen. Sehr schön. Wieder näher. Ach, das ist jetzt schon gewonnen. Ich dachte, da wäre doch irgendwie eine Schlacht offen. Ach, jetzt, ach, der kriegt dann einfach seinen nächsten Außenposten auf eine Stadt aufgewertet. Ah. Ich glaube, ich verstehe, was los ist.
I do understand now. Jetzt brauche ich noch ein paar Einheiten zum Töten. War hier nicht noch irgendwo ein Hunde? Du, komm mal da hoch. Ich muss Einheiten töten. Wer seid ihr denn? So sind die, die auf Auto erkunden sind. Passt. Alles gut. Ich meine, hier unten ist sonst nichts mehr. Jetzt habe ich halt sehr viele Idle Cities, die Dinge tun sollten. Du hast vorne Stabilität. Bau ein Forschungsquarter. Du hast ordentlich Stabilität. Oh, du hast da hinten noch Ressourcen, die man ausbeuten könnte. Was anderes Interessantes, was man bauen könnte. So viele Sachen, die man bauen könnte, ist das Problem hier. Ich weiß ja immer nicht so ganz, was ich bauen soll vor lauter Gebäuden. Deswegen scheint mir auch dieser Distrikt von den Hunden sehr stark, nicht nur ihre Einheiten. Vielleicht übersehe ich da aber auch irgendwas Mächtiges. Kann sein, dass ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, ist aber egal. Oh, nice. Sagen sie, bauen Pferde ab. Ausbeuten? Ist das besser? So, ich brauche noch einen Ära-Star. 4 Technologien. Ich könnte euch einfach ein paar billige Technologien forschen. Gell? Wahrscheinlich fast schon das Schnellste, aber 7 Einheiten muss ich erstmal finden zum Töten. Hier oben waren doch irgendwo... Aber da sind auch noch Einheiten, die man angreifen könnte. Ah ja, ich wollte dich angreifen. Denn das sind wieder 2 Einheiten, oder? Ja, offenbar ist nur eine. Schade. Couple of Tanzer hat mehr Influence da. Schade eigentlich. Kann ich jetzt einfach wieder angreifen? Gibt es da wirklich keinen Malus dafür? Übersehe ich da irgendwas? Irgendwas übersehe ich höchstwahrscheinlich. So, irgendwo Einheiten. Fasst ihr euch mal zusammen. Ihr seid nicht beide Hunde. Ihr könnt euch nicht zusammenfassen. Nie. Greif du mal den an. Wir sind in der Classical Era. Was das bedeutet, ist, dass wir aktuell die Hunde sind. Viel bedeuten tut das jetzt nicht in dem Sinne. Und ja, ich baue jetzt ein bisschen ziellos durch die Gegend. Diese Euros scheinen mir sehr hilfreich zu sein. Die reduzieren natürlich alle meine Stabilität, oder? Es reduziert Stabilität wie alle. Ne, es reduziert nicht mehr Stabilität. Fascinating. Cursed. Und da haben wir einen neuen Star. Was für einen Star haben wir jetzt bekommen? Ich will wissen, welchen Star ich bekommen habe. Den Influence da hat ja auch einer gemeint, dass ich den gleich kriege, weiß gerade nicht mehr, wer es war. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die Hunnen wieder zu beleben. Azteken, Byzantines, Franks, Ghanians, Teutons, Khmer, English, Mongols. Für die nächste overpowered
Einheit. Umayyads. Norsemen. Hans weiterbleiben. Aztec. English Mongols. Khmer. Teutons. Kenyans. Mehr Money. Franks. Population Growth. Science. Sehr viel Science. Byzantines für sehr viel Geld. Unit Production. Stability. Nice. Norsemen, Naval Movement Speed, Food, Umayyad, Science, of Territories, nice. Viel Science. We don't need more Fame Space Bullet. What would be the next thing I get? The Influence Stars are very cheap. I mean, I'll get this in about two turns as well, because I think I have another very cheap thingamabob. Mongols are way too overpowered. Ich glaube, da habe ich jetzt das falsche Ding. Enter New Era. Remind me later. Habe ich noch eine One Tech? Nee, nur Two Tech. Stattdessen einfach zu schnell beim Bauen. Oh, we will take a new civilization though. Die Frage ist mal was, gell? Nehmen wir die Umayyads. Und dann hören wir an der Stelle für heute auf. Ich danke fürs Zuschauen. Zuerst jetzt machen wir noch kurz eine Runde. Schauen wir uns das Filmchen noch an. Baut einfach alle irgendwas. Ich will doch nur die Runde beenden. Ich will doch nur die Runde beenden. Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies, but brute strength may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn. With ever richer cities as tempting spoils for the victor. Tada! So, wir könnten tatsächlich mit Evil erreichen. Wir haben mir nicht sicher, ob die mit Evil Ära nicht tatsächlich die letzte ist, aber man könnte tatsächlich hier noch weiterspielen, faszinierenderweise. Aber wir sind eh schon viel zu mächtig, wir können eh noch alles überrennen. Du bist doch schon länger da, Manolf. Tu nur, ich hab dich doch vor ewigen Zeiten schon mal begrüßt, oder nicht? Was will ich mir sein? Na gut.
ewigen Zeit ist offenbar übertrieben. Aber ja, ist allein deine Schuld. Denkt dir nichts. Neue Wunder gibt's auch. Sehr schön. Also ich finde einige Sachen sehr interessant. Ich bin sehr gespannt. Es ist halt aktuell noch so ein bisschen schwer zu sagen, wie sich das... Man müsste halt ein bisschen mehr Erfahrung haben mit den diversen Kulturen, mit den Kombinationsboni. Ich glaube, dass die Kombinationsboni keinen so großen Einfluss haben, wie ich mir es erhofft habe. Und dass dadurch dieser Gedanke, diese 1 Million Kombinationen, die es ja gibt, so ist es ja nicht, aber dass der halt dadurch ein bisschen uninteressanter wird, weil... Wenn ich jetzt war jetzt in der Classical-Ära Hunne und ich glaube, es macht einfach nicht viel Unterschied für meine aktuelle Ära, was ich in der Ära davor war. Und da habe ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, vielleicht kommt da noch was, ist ja natürlich nicht schwer zu sagen, immer schwer zu sagen. Mein gut, dass jetzt hier ein bisschen Balancing-Issues sind, das ist ja für mein Spiel kommt erst in 5 Monaten raus, das ist ja alles in Ordnung. Ich finde, da kann man sich jetzt nicht beschweren. Außer es ist in 5 Minuten immer noch so, dann wäre es bitter, aber es würde mich sehr wundern. Und ja. Also hat definitiv Potenzial. Aber ja gut, ich wiederhole mich immer wieder, es tut mir leid. Aber es ist halt sowohl die Unique Cultures, wie gesagt, das sage ich jetzt zum 10. Mal heute, es tut mir auch wirklich leid, ist halt einfach weniger. Und auch die Erzählung von Endless Legend ist halt, ich meine, es gibt Events, aber die laufen halt so nebenher mit, was ja auch in Ordnung ist, aber ist halt so Sachen, die mir im Vergleich zu Endless Legend einfach fehlen. Ich vergleiche halt immer mit Endless Legend. Ist halt einfach so. Ich hatte einen Mini-Bug-Bild, glaube ich zumindest. Also da sind Bewegungspunkte verschwunden, obwohl sich einheitlich bewegt hat. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass das Spiel verbuggt ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die KI besonders stark ist, aber auch das ist natürlich eine Sache, die sich in 5 Monaten viel ändern kann. Ich habe jetzt auch auf Casual Difficulty gespielt. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die man hier bedenken sollte, dass ich nicht auf hoher Schwierigkeit gespielt habe. Ich meine, so bin ich jetzt ziemlich über die KI weggerannt. Die hat nicht genau eine Chance gehabt. Es ist halt auch, wenn man überlegt, allein die erste Einheit, die hat 25 Stärke und eine Reichweite von 3. Das allein haut halt schon so rein, weil ein Bogenschütze hat was 13? Ein Swordsman hat 25 und der ist deutlich später, kommt der erst. Weil da haben wir den schon. Was hat der Spearman hat 20, immerhin, aber da haben wir keinen gesehen. Wo ist denn 17? Okay, wo ist der Bowman? Ich bin blind. 16. Aber also die Einheiten scheinen teilweise noch ein bisschen overpowered zu sein. Das ist halt eine Balancing-Geschichte, das muss sich halt noch ändern. Da sollte man jetzt noch kein Urteil drüber fällen, das wäre falsch. Vom Spiel her, die Werte scheinen mir alle ein bisschen sehr inflationär. Ich meine, was ich jetzt schon alles an Gebäuden habe, die ich bauen kann. Ich habe jetzt schon keine Übersicht mehr, so wenig Platz wie ist. Und ich sehe nicht schnell, was die Gebäude bringen. Ich muss praktisch so lange spielen, bis ich die Bilder erkenne, dass ich nicht über jeden Tooltip drüber gehen muss. Aber da wäre irgendwie eine andere Darstellung interessant. Dass man hier mehr Informationen hat, weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier 21 Infrastrukturgebäude. Das erschlägt mich. Und ich bin jetzt in der Medieval Era. Ich habe noch 3, 4 Ären, wo noch mehr Gebäude, also doch Technologien und Gebäude dazukommen. Also, und es haut halt alles sehr schnell sehr viel auf die Welt drauf. Also auch dieser Ordu-Distrikt, den ich jetzt nicht mehr habe, der überall extrem viel draufgehauen hat. Ich habe das Gefühl, dass die Werte ein bisschen inflationär einfach sind und man sehr schnell sehr viel Sachen aufeinander stackt und dann halt sehr schnell sehr hohe Werte hat, was immer so ein bisschen problematisch sein kann, weil man dann, wenn man die Werte richtig stackt, halt sehr schnell wegläuft. Aber wie gesagt, auch die, also gerade bei Infrastruktur, es sind sehr viele Gebäude und man hat sehr wenig Möglichkeit, eine schnelle Übersicht zu gewinnen, finde ich persönlich. Finde ich schade. Allgemein, das Menü hier ist zu klein für die großen Symbole. Ich meine, klar, hier passt mehr rein, aber dann sehe ich noch weniger. Und nachdem ich ja so oder so über die Tooltips gehen muss, weil ich ja sonst nichts weiß, könnte man sich argumentieren, dass die Listen besser ist. Wobei, dann habe ich noch weniger Chance, dass ich irgendwann mal die Bilder erkenne.
Das gefällt mir von der User Experience nicht, das Menü hier. Ansonsten, ich mag das Schlachten führen eigentlich recht gern. Ich finde es nicht so klobig, wie ich es in Endless Legend empfunden habe. Ist halt die Frage, ob die KI da auf Dauer mithalten kann, dass man nicht in der Lage ist, zu einfach Schlachten zu gewinnen. Ist natürlich da immer eine sehr entscheidende Geschichte. Das Claimen von Territorien. Also was mir halt immer noch fehlt, ist ein Faktor, der mich davon abhält, einfach zu expandieren wie ein kranker Irrer. Ich bin ja jetzt auch expandiert wie ein kranker Irrer. Und ich habe halt keine Nachteile dadurch. Ich meine, klar, die Städte ohne Governor haben Stabilitätsmalus. Aber ich habe halt keinen Nachteil dadurch, dass mein Reich riesengroß ist. Zumindest sehe ich keine. Vielleicht gibt es ja einen, den ich nicht sehe. Dann habe ich aber ein Problem, dass ich ihn nicht sehe, weil es sollte kein versteckter Wert sein. Es sollte sichtbar sein. Aber ich finde, ich sollte für eine dermaßige Ausbreitung einfach mehr Mali erhalten. Die Ära-Stars sind eine nette Sache, finde ich. Also auch diese Ruhmgeschichte finde ich eine nette Idee. Aber es sind so im Core-Gameplay fehlen noch ein paar Dinge, habe ich das Gefühl. Man geht auch sehr schnell durch die diversen Ären durch. Aber auch das ist natürlich eine Frage, ob es nicht eventuell Balancing ist. Ich habe jetzt schon 300 Science. Das klingt irgendwie relativ viel. Vielleicht sind die Zahlen auch einfach nur so riesengroß. Aber wenn du mal schaust, was ich jetzt schon alles an Technologien in wenigen Runden forschen kann. Bis zu Centralized Power hoch. Guilds, Furnace Steel. Kann ich alles innerhalb von wenigen Runden forschen. Na gut, das ist natürlich alles auch in meiner Ära, gell? Vielleicht gehört das so. Also ich habe Hoffnung. Aktuell haut es mich nicht vom Hocker, sage ich ganz offen. Aber damit hören wir an dieser Stelle endlich auf. Darauf warte ich schon die ganze Zeit, gebt es zu. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Freude. Servus.